Herzlich willkommen. Ich berichte kurz, um was es in meiner Web-Talk-Reihe ging. Der Titel war Offene Web-Tools für OER oder auch Offene Web-Tools für offenes Lehren und Lernen. Mir hat die gesamte Reihe sehr, sehr viel Freude und auch Spaß bereitet. Ich glaube hauptsächlich deshalb, weil ich mich selber sehr, sehr viel auch ansonsten in meinem Umfeld und in dem, was ich selber lehre und lerne, mit offenen Web-Tools beschäftige, weil ich da ein sehr, sehr großes Potenzial sehe. Zum einen ganz pragmatisch, weil es so super einfach ist, offene Web-Tools zu nutzen, weil damit ja im Endeffekt gemeint ist, ich rufe einfach irgendein Tool auf im Browser und kann dann direkt starten. Ich muss also nichts installieren, ich muss mich nirgendwo registrieren und ich muss auch nicht irgendwo was bezahlen. Und zum anderen sind diese offenen Web-Tools sehr, sehr häufig aus so einer auch offenen Web-Community, wo sie entstanden sind, sehr, sehr häufig sind das Open-Source-Tools und damit aus meiner Sicht unwahrscheinlich spannend zum Lehren und Lernen. Also gerade wenn man sowas wie zeitgemäße Bildung realisieren will, viel mit Kollaboration machen will, mit auch selbst aktiven Gestalten im virtuellen Raum. Vor diesem Hintergrund war die Web-Talk-Reihe nicht nur was, das man jetzt so klassisch vielleicht unter so Tool-Vorstellungen packen würde, sondern es hatte immer den Anspruch zu sagen, wir gucken uns ein Tool genauer an, beschäftigen uns damit dann auch ein bisschen, ich zeige so ein bisschen, wie das funktioniert, was man damit machen kann, aber erläutere dann gleichzeitig und damit dann auch, wie man das einbetten kann in einen guten Lehr-Lern-Kontext. So, es waren ein paar Lieblingstools von mir dabei, also sowas wie CodeMD zum kollaborativen Schreiben, mit dem man gleichzeitig Präsentationen machen kann. Und was mir selbst auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist, dass Tools dabei waren, die ich zwar schon länger kannte, aber in die ich mich auch selbst noch nicht so ganz vertieft eingearbeitet hatte. Also sowas wie zum Beispiel Twine zum interaktiven Schreiben oder Bitsy, mit dem man ganz, ganz schöne Pixelspielchen gestalten kann, kannte ich, aber hatte ich noch nicht sehr, sehr viel damit gemacht. Und da war diese Web-Talk-Reihe einfach eine Möglichkeit, sich da einzuarbeiten, daran selber auch ein bisschen rumzuspielen und dann direkt das Wissen weiterzugeben. Und was dann wirklich sehr, sehr schön war, ist, dass wir eine sehr aktive Telegram-Gruppe hatten bei diesem Web-Talk und ich mich da unwahrscheinlich gefreut habe über den Austausch, der doch da war und sehr viele, die mitgemacht haben bei den Web-Talks, dann auch danach geteilt haben und gesagt haben, ich habe das mal ausprobiert und das ist jetzt hier meine Idee, die ich da entwickelt habe, das hier habe ich gleich bei mir im Unterricht ausprobiert. Wenn ihr jetzt selber drangehen wollt an die Aufzeichnung, vielleicht bis jetzt auch wenig gesehen habt oder euch wenig angeguckt habt, dann glaube ich, ist tatsächlich für jeden Anspruch oder für jedes Interessensgebiet was dabei. Für mich selbst habe ich schon gesagt, ich glaube, so das vielversprechendste Tool und mit dem man auch am meisten machen kann, ist sicherlich dieses CodeMD. Aber auch die anderen Sachen sind dann vielleicht oft nicht für jeden Einsatzzweck geeignet, aber machen trotzdem einfach Spaß und regen zum Erkunden an. Und das Wichtigste, glaube ich, bei der ganzen Web-Talk-Reihe ist, das war jetzt so ein kleiner Einblick und eine kleine Auswahl von offenen Web-Tools, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und wenn man da einmal erstmal damit begonnen hat und angefangen hat auszuprobieren, dann wird man sicherlich auch noch ganz, ganz viele mehr entdecken und für sich nutzen können. Und ich hoffe, dass die Web-Talk-Reihe vor allen Dingen dazu anregt und darauf Lust macht. Ja, das ist von meiner Seite so ein kleiner Einblick. Viel Spaß mit den Aufzeichnungen und ich gebe weiter zur nächsten Web-Talk-Reihe und das war von der Sonja. Ja, hallo, ich bin Sonja und habe die Web-Talk-Reihe 100 tolle Quellen gemacht. Und diese 100 tollen Quellen für OER sind am Ende mehr als das geworden. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen so zu erwarten, weil OER ist ja ein total dynamisches Feld. Und wenn man einmal anfängt, rumzuwühlen, was man denn da alles an empfehlenswerten Sachen zusammenstellen kann, ist es schwer, wieder aufzuhören. Also es ist tatsächlich so, dass wir bei 130 oder so Sachen gelandet sind und jetzt im Nachhinein auch noch mehr Hinweise dazugekommen sind. Und das finde ich auch total gut und würde euch auch einladen wollen, entweder auf YouTube oder an anderer Stelle eure Ergänzungen zu den Tipps dazu zu tragen. Denn natürlich ist es so, dass man in so einer Web-Talk-Reihe nicht sagen kann,
das ist jetzt sozusagen das einzig Empfehlenswerte, sondern ganz im Gegenteil, das sind recht subjektive Fundstellen gewesen. Und ich hoffe halt, dass das ein oder andere dabei war, was so anregt, auch weiter zu wühlen. Und genau deshalb würde ich eigentlich, wenn ich einen Tipp geben sollte, was man sich so als Aufzeichnung vielleicht noch anschauen sollte, auf die Folge Nummer 4 verweisen. Das waren nämlich Anlaufstellen für die Suche nach OER. Ich glaube, dass das so eine der ganz nützlichen Dinge ist, dass man halt weiß, wo und wie man suchen kann. Und dazu habe ich halt in dieser Folge ein paar Hinweise gegeben. Und auch das würde ich noch ergänzen wollen und habe das auch in den Folien zu dem Webtalk schon getan. Ich würde euch unbedingt mit auf den Weg geben wollen, Twitter zu verfolgen und dort vor allen Dingen den Hashtag OER bzw. OER.de zu nutzen, um dort halt gezielt auf Dinge aufmerksam zu werden, die eben neu hinzukommen. Weil, habe ich ja gerade schon gesagt, dieses Thema enorm dynamisch ist und eigentlich täglich neue OER-Fundstücke dazukommen, die es wert sind, angeschaut und weiter benutzt zu werden. Und ja, das, glaube ich, wäre so meine Empfehlung und damit eigentlich auch schon Anlass, an Anja weiterzugeben, die den nächsten Webtalk gemacht hat. Ja, hallo. Ich habe eine Webtalk-Reihe zu offenen Online-Kursen als mit und als OER gemacht und hatte da ehrlich gesagt beim Themenauswahl im Vorfeld ein paar Probleme, weil ich nicht so schön durchgehen konnte. 10 Online-Kurse, das wäre langweilig gewesen. Oder 10 Dinge, die ich bei Online-Kursen beachten muss. Das ließ sich alles nicht so in eins brechen. Deswegen habe ich so gefühlt so 3 Kategorien an Talks gehabt. Das eine ging um so grundsätzliche Sachen. Wie kann ich so einen Kurs kopieren oder soll ich den lieber da stehen lassen, wo er ist und nur drauf verlinken? Oder wie sieht es mit Blended Learning-Szenarien aus? Welche Optionen habe ich da? Ich habe aber auch ein paar Sachen konkret gemacht. Also hatte dann auch ein Demo-Moodle, an dem ich bestimmte Sachen zeigen konnte. Auch mal wirklich einen Kurs aus einem Moodle in ein anderes Moodle reinkopiert und mal geguckt, ob da viel dabei kaputt geht. Nicht. Ich habe auch gezeigt, wie man HTML lesen kann, wenn man davon noch gar keine Ahnung hat, wie man Badges anlegt. Und ich hatte auch so ein paar Metathemen drin, das ist die dritte Kategorie. Da ging es um zum Beispiel, was Open Source ist und warum das eine gute Sache für offene Online-Kurse ist und wie es eigentlich mit Barrierefreiheit aussieht. Dadurch habe ich jetzt so im Rückblick einen ganz gemischten Eindruck von den Talks und kann mich gar nicht so richtig entscheiden, welchen ich jetzt groß empfehlen sollte. Sucht euch da einfach gerne selber aus, was ihr so mögt und braucht. Vielleicht als Konkretes fand ich das mit den Badges ganz, ganz einleuchtend. Ansonsten die Diskussionen hinterher und auch in den Telegram-Gruppen fand ich ganz spannend, weil die auch wirklich häufig zu sehr konkreten Fragen waren. Ich habe dann auch nochmal einen Screencast nachgedreht, in dem ich kurz erklärt habe, wie man Iframes einfügt und was da so die grundlegenden Mechanismen dahinter sind. Und ja, ich freue mich da so ein bisschen den Eindruck vermittelt zu haben, weil es auch für mich nicht so leicht war, das, was ich jeden Tag mache, nochmal so zu strukturieren, dass man das wirklich gut und hoffentlich gut mitnehmen kann. Ja. Das war es über meinen Webtalk und ich gebe weiter an Olli. Genau, das bin ich. Ich hatte einen Webtalk, eine Webtalk-Reihe und die hieß H5P Inhaltstypen unter der Lupe und war für mich jetzt nicht so schwierig zu erstellen. Also da war die Idee, man nimmt halt Inhaltstypen von H5P, wo es um die 40 Stück gibt, muss man sich halt ein bisschen was auswählen, das ein bisschen in eine sinnvolle Reihenfolge bringen, dass es vielleicht ein bisschen auf dem aufbaut. War nicht so schwierig. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe aber so im Laufe der Reihe festgestellt, ich glaube, ich hatte so den überflüssigsten aller Webtalks, also der Webtalk rein, weil H5P dann doch nicht so kompliziert ist. Also wer das nicht kennt, ist halt ein Werkzeug, mit dem kann man so interaktive Aufgaben erstellen in ganz verschiedenen Varianten. Und das zeigte sich so vor allen Dingen in der Diskussion hinterher. Da kamen ganz selten Fragen zu dem Werkzeug, das ich denn vorgestellt habe, sondern eher so zu Fragen zu H5P drumherum. Also meistens oder was heißt meistens, also ich erinnere mich zum Beispiel so an Urheberrechtsfragen, wie ist denn das, geht denn das einfach so und wie bringe ich denn das jetzt in meine Lehre rein und so ein paar Detailfragen. Und ich glaube, ein bisschen häufiger war vor allen Dingen zu Anfang so das Thema das Hosting,
Und das ist noch ein wichtiges Thema, da muss ich mir mal überlegen, wie ich das nochmal anders aufgreife. Aber wenn ihr das mitbekommen wollt, also H5P ist halt eine kostenlose Software, die kann man auf einer Seite H5P.org, kann man die im Prinzip testen und Sachen da lagern und speichern, ist aber nicht dafür gedacht. Ich habe auch immer die Seite der ZUM noch empfohlen, also man kann das da machen, die hat den Deal, man kann da Sachen hosten. Mit dem Deal, man muss es unter eine freie Lizenz stellen und mir ist zugetragen worden, dass das wohl sehr ausgiebig genutzt wurde, leider aber dann auch im Übermaß und einige haben sich dann noch um die Lizenzen nicht geschert und haben einfach so Sachen drauf gehauen und ja, ich muss mir noch was einfallen lassen, wie ich damit umgehe, dass Menschen gerne irgendwie alles kostenlos haben wollen und sich nicht überlegen, ja, was sie damit auch anrichten können. So, das ist so, was ich mitgenommen habe aus dem Talk. Jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen traurig, aber müssen wir irgendwie nochmal drüber reden. Das habe ich so gelernt. Dafür gab es auch sehr schöne Sachen. Also wenn ich was empfehlen könnte, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr einfach mal gucken wollt, was ist denn vielleicht H5P, was kann man damit machen, dann würde ich empfehlen Drag and Drop. Das ist Episode, wo weiß ich gar nicht, habe ich mir nicht rausgeschrieben. Also Drag and Drop heißt das so zu Ziehaufgaben, weil das sehr vielfältig ist. Da kann man mit ein bisschen Gehirnschmalz eigentlich ganz schöne Sachen machen. Dann die interaktiven Videos. Gar nicht so, weil ich die an sich so toll finde, aber weil ich die Idee sehr schön fand. Also ich habe im Prinzip ein Video erstellt. Da saß ich im interaktiven Video drin, habe es daraus erklärt. Ist jetzt, wenn man sich nicht so da vorstellen kann. Also das vielleicht gucken, das war ganz unterhaltsam. Und vielleicht das Branching Scenario, wenn ihr das nicht kennt. Das geht jetzt weg von diesen Punkten, also man braucht die ja eigentlich gar nicht. Man kann da sehr schöne Szenarien, so Lernszenarien bauen ohne Punkte und ja, ist ein bisschen aufwendig, aber funktioniert sehr schön und ich habe nach dem Web-Talk ja sogar noch ein paar Erweiterungen gezeigt, die demnächst kommen. Also da könnt ihr vielleicht einfach nochmal reingucken. Ja, das war so, was ich mitgenommen habe, was ich empfohlen kann und bevor ich jetzt lange hier ins Labern komme, gebe ich doch einfach mal weiter an Kai. Ja, hallo. Ich fühle mich gerade so ein bisschen so wie der Maker unter den Leuten hier. Bei mir ging es nämlich vor allem darum, irgendwas zu machen. Das heißt, die ersten vier Videos waren zum Thema Audios aufzeichnen und schneiden und bearbeiten. Und danach kam eine Reihe zum Thema Video aufzeichnen und schneiden und bearbeiten. Und am Ende kam quasi eine Schnittsoftware zum Kombinieren von Audio- und Videoaufnahmen und bearbeiten und schneiden. Das heißt, im Prinzip wollte ich halt vor allem darüber gehen, was kann man so Praktisches eigentlich machen, um den ganzen Kram irgendwie mit Medien zu bereichern. Das heißt, wir haben jetzt bei Sonja festgestellt, es gibt viele Quellen. Wir haben bei Olli festgestellt, wir können damit lustige H5P-Interaktionen reinbauen, die ja eher jeder kennt oder gar keiner kennt. Aber so die Frage war ja so, und woher kriege ich das Zeug eigentlich, wenn ich selber was machen möchte? So ein Fixmann im Interview führen, Gespräch aufzeichnen, das Ganze zusammenschneiden, worauf muss ich da achten, woher kriege ich ein gutes Mikrofon, was kostet eigentlich ein okayes Mikrofon, wenn ich gar nicht so viel Geld ausgeben möchte, fix mal das Smartphone in die Hand nehmen, was aufzeichnen, Legetechnik machen. Also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie können wir das eben schnell, einfach und mit Hausmitteln hinbekommen, so dass wir eben dann ganz, ganz einfach mal loslegen können und aufzeichnen können. Ich fand das ganz cool. Ich habe seitdem einen Greenscreen, der jetzt bei mir in der Kiste hier liegt, aber prinzipiell bestimmt zum Einsatz kommen wird. Und fand das total beeindruckend. Die spannende Frage ist jetzt, die wir uns nachher stellen müssen, was machen wir eigentlich mit dem ganzen Zeug? Unter anderem halt, da wir jetzt auch schneiden können, was machen wir mit unseren ganzen Videos, die wir jetzt alle schön schneiden können?